Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Kurze Anmerkung, also off-game, der Patch ist mittlerweile draußen. Also gerade 4 Stunden, nachdem ich die letzte Aufnahmesession abgeschlossen hatte, kam der Patch. Der hat aber hauptsächlich nur die Bugs behoben, also die deutsche Lokalisierung ist immer noch ziemlich fehlerhaft, wie man sieht. Also die Pike hier wird immer noch als Entschlossenheit plus 1 übersetzt, was nicht so toll ist. Gut, aber lassen wir das mal so stehen. Ich werde jetzt erst einmal zurück in die Stadt. Ich habe es mir nämlich überlegt, ich lasse Redericks Festung erstmal kurz sein. Reise nach Goldtal, um dort zu rasten. Und dann versuchen wir trotz allem, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir immer noch nicht so weit sind, nochmal den Tempel unten. Vielleicht, nachdem wir jetzt die eine Stufe aufgestiegen sind durch den Kompass und das Gebiet zwischen Redwigs Festung und Goldtal, dass wir dann vielleicht doch ein bisschen stärker geworden sind für den Tempel. So. Oh, nein. Highspeed wollte ich eigentlich nicht. So. Okay, erstmal gucken wir die Schmiede. Wir haben nämlich sehr viel Zeug, was wir verkaufen können. Und vielleicht finden wir was Hübsches, was er uns zu verkaufen hat. Vorher will ich aber kurz hier reingucken, die gute Armbrust nehmen. Im Augenblick mache ich 28 bis 41 Schaden bei 49 Genauigkeit. 23 bis 33 bei 43 Genauigkeit. Nein, die Arbalest ist zwar langsamer, ist aber immer noch besser als die Armbrust. So, nur den ganzen Rest kann ich verkaufen. Ich finde es schade, dass es hier keinen Sortieren-Button gibt, der mir das alles in die richtige Reihenfolge bringt. Kettenhaube, Umhang, solche Scherze könnte ich verkaufen. So, reden wir mal kurz mit How do ihm. you do? Ja, ich würde deine Waren sehen. Er hat immer noch die Schutzmauer hier übrigens. Das ist ja eine sehr gute Arbalest. Sehr langsam, Unterbrechung stark. Vergleichen wir die mal kurz. Hat aber weniger Schaden. Naja, gut, ist auch nicht aufgewertet. Gegen Abwehr, Geschwindigkeit ist aber höher. Von der Schutzmauer. Verringert kritischer Treffer. Kritische Treffer können niederschlagen, das ist ein Vorteil, aber sie machen 30% weniger Schaden. Dafür habe ich halt höhere Genauigkeit und guten Schaden. Geschwindigkeit, das würde ich gern bei der hier erhöhen. Diese robuste Arbalest, also steht bei der Schutzmauer, ist ein Meisterwerk der zwergischen Handwerkskunst. Und verdiente sich ihren Namen während der Schlacht der marschierenden Berge, als ein zwergischer Waldläufer eine ganze Gruppe von Ogern zurückhielt, die auf ihn und seine wenigen verbliebenen Kameraden zugestürmt kamen. In den Händen des Waldläufers erwies sich die Arbalest sich als mehr denn fähig, Bolzen durch dicke Ogerhaut zu schießen. So konnte der Zwerg die Angreifer abwehren, bis Verstärkung eintraf. Der Sieg über die Oger war nur von kurzer Dauer, doch die Geschichte wird noch heute mit großem Stolz an zwergischen Lagerfeuern erzählt. Die Schutzmauer also ist eine zwergische Super-Arbalest. Ich würde fast schon sagen, die müsste ich haben als Hargrim, so eine Legende zu besitzen, aber das Geld fehlt uns dazu. Und eigentlich hoffe ich ja immer noch eine Akebuse zu finden. Und jetzt habe ich mich so sehr von der Arbalest ablenken lassen, dass ich gar kein Zeug verkauft habe. Also wieder rein da.
Wenn die Gesundheit unter der maximalen Ausdauer liegt, zeigt ein Balken auf dem Porträt an, dass die Ausdauer begrenzt ist. Hello. Ich würde gerne deine Waren sehen. So. Genau, ich würde verkaufen gerne aus meinem Repertoire. Erstmal einen Haufen Schilde. Machen wir mal alle bis auf eins. Dann Speere. Die Xaurib-Speere bis auf einen Meisterspeer, würde ich mal sagen. Jagdbogen kann weg. Die alte Armbrust kann weg. Eine Arbalest kann weg. Die Stäbe können weg. Schwert kann weg. Streitkolben kann weg. Pike kann weg. Xaurib Kampfstab. Nö, lassen wir das Zeug mal erstmal. So, die Sachen können weg, bis auf eine Haube. Und das war's auch schon. Ist nicht viel, aber ist etwas zusammengekommen. Und wir haben wieder mehr Übersicht in unserem Lager. So. Dann geht's jetzt erstmal kurz in die Taverne. Zum Glück ist die Stadt nicht sehr groß. Ich erinnere mich noch an Berikost, wo man in zig Häuser rein konnte. Das hat ewige Stunden gedauert, das zu erkunden. Aber hier ist das ja noch nur human gehalten. So. Good day, Stranger. Ein Zimmer bitte. Gut. Alle wieder fit. Dann raus hier. So, jetzt gehen wir rüber zum Tempel. Mal wieder. Und steigen in die Untergründe ab. Hey, wir sind wieder da. Und wenn wir hier durchgehen, können wir die Abkürzung nehmen. Dafür müssen wir bloß den Hebel aufdecken. See now what the flame has shown us. Genau, so. Jetzt können wir nämlich den schnellen Weg hier durchnehmen. Wir müssen nicht außen rumlaufen. Also müssen nicht hier durch und so rum, sondern können einfach so rum. Ist nur verhältnismäßig kürzer, aber er ist kürzer. So. Vielleicht kommen wir ja mit dem, was wir hier begonnen haben, zurecht. Das ist eben wieder das, was auch bei Legend of Grimrock 2 war, Open World. Wenn man viele Entscheidungsfreiheiten hat, dann weiß man nicht, wo man zuerst hingehen soll. So, ich versuch's wieder mit dem Raum hier unten. Quick Save vorher. Oh, und ich darf nicht vergessen, eine Brechstange zu kaufen, bevor wir zu Redricks Schloss zurückkehren. So. Ihr beide stoppt. Take him down. Blast! Yes? Okay, das klappt nicht ganz so gut. Lava ist hier am Ziel. Au. Komm weg mit dem Schatten.
Und du? Genau, so will ich das haben. Ein Schatten ist schon mal weg. Konzentriert euch alle mal auf einen Schatten. Du wirfst mal eine Bombe rein. Und du machst diese Heilwirkung. Okay, der hat sich geportet. Dann wechselst du mal zu deinem Speer. Du setzt dich ab. Sehr schön. Okay, es stehen nur noch zwei Stück. Dafür ist aber mein Druide gefallen. Oh. Ich bin auch ohnmächtig. Au, der ist dem Tode nah. Tode hin. Oh. Nee. Definitiv. Entweder sind wir noch zu schwach oder ich habe mich wieder doof angestellt. Gut. Right. Ja. Ja, ich denke mal, ich habe mich erstmal zu doof angestellt, indem ich mich habe hier verkeilen lassen. So. Ja. So, ihr stoppt erstmal. Du schleuderst da was rein. Oh, und mein Wolf, der steht vorne, oder? Ja. Du gehst was zur Seite, dass er sich zurückziehen kann. So, und dann geht ihr beide auf den einen da vorne los. So. Du bist etwas angeschlagen, deswegen heilst du dich mal. Geringe Heilung. Hm? Du kannst auf den da vorne was sprechen und du kannst versuchen, ihn umzuhauen. Jawohl. Ist jetzt nur noch einer da oder hat sich der eine geportet? So. Du kannst ruhig mithelfen. Jawohl, Todener. Ach, er hat noch einen beschworen. Komm, krieg den irgendwie tot. Au, nicht mich. So, na also. So, Schatten setzen und das war's dann wenigstens. I fear we've lost the angry one. Au. Okay, wir dürfen gleich noch mal rasten gehen. Was haben wir da? Ehrlich, was haben wir da? Oh, das ist jetzt weniger schön. Greift das Vieh an. Hey. Nein, du stirbst.